Da die Erstellung von Lernmodulen eine wirklich sehr zeitaufwendige Aktion sein kann, empfehle ich Ihnen erstmal in den Quellen, die ich Ihnen gegeben habe, auf die Suche zu gehen. Schauen wir uns eine Quelle mal speziell an. Dazu gehen Sie auf Netzwerk, Netzwerkgruppen, offene Netzwerkgruppen. Und hier finden wir die Cursals-Austauschgruppe von Maria Jess. Vielen Dank an Sie, dass Sie das angelegt haben. Und in den Dateien dieser Gruppe, in den entsprechenden Fachordnern, Ethik, Geschichte, Grundschule, Sachkunde, Mathematik, Physik, finden Sie ein paar Einträge. Hier haben wir zum Beispiel das Judentum oder ein Kreuzworträtsel. Laden Sie sich diese Datei herunter und spielen Sie das an der entsprechenden Stelle wieder ein. Ich habe mir eine solche Datei einmal heruntergeladen und jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie importieren das in privat in Lernmodule oder Sie gehen gleich in die Klasse und importieren es dort. Beginnen wir bei privat. Dazu gehe ich auf die Lernmodule und in erster Linie tue ich erstmal so, als ob ich ein neues Lernmodul anlege und anstelle von Anlegen einen Titel eingeben. Gehe ich auf Importieren. Jetzt wähle ich in meinem Ordnersystem, das kann auch Ihr Stick sein, die entsprechende Datei aus und importiere das Modul. Es öffnet sofort, das brauchen wir im Moment noch nicht und deswegen schließe ich das Fenster. Analog der Import in die Klasse. Dazu gehe ich in meine Klasse. In Lernmodule. Auch hier wieder bearbeiten, neues Lernmodul anlegen und importieren. Gleiche Verfahrensweise wie in Privat. Ich gehe auf Durchsuchen, wähle die Datei aus und importiere das Lernmodul. Wollen Sie ein Lernmodul exportieren? Das heißt, sichern, dann gehen Sie bitte folgenden Weg. Sie öffnen das Lernmodul und gehen auf die Einstellungen. Im Punkt Kopieren finden Sie jetzt den Exportbefehl. Für den Export haben Sie generell drei Möglichkeiten. Einmal als Sicherungskopie, einmal als Standalone-Player auf beliebigen Webseiten lauffähig. Das heißt, Sie könnten das direkt auch in eine Internetseite einbinden oder als SCORM 1.2-Modul. Damit könnte ich es in andere Lernmanagementsysteme wie Moodle oder Elias oder Opal einbinden. Ich nutze meist die Sicherungskopie und gehe auf Exportieren. Er fragt mich dann, möchtest du das Ganze speichern? Natürlich sage ich ja und dann fragt er mich noch nach dem Ort, wo ich es speichern möchte. Damit ist Ihr wertvolles Lernmodul geschützt, also erstmal gesichert und Sie können es zur Weiterverwendung per E-Mail versenden oder in eine Dateiablage geben oder in Ihrer Klasse wieder importieren. Lassen Sie mich zum Abschluss dieses kleinen Videos noch einen kleinen Hinweis geben, was Sie nach dem Export beachten sollten. Beginnen wir bei Privat. Sie sehen von der Schrift, vom Schriftstil her ist das Thermometer ganz normal geschrieben. Wir werden den Unterschied gleich in der Klasse feststellen. Sie könnten Ihre Lernmodule, wenn es dann einmal mehr sind, auch über die Themen sortieren. Ich habe schon mal das Thema probieren. Sie könnten also auch die entsprechenden Fächer nehmen. Normale Schriftstil heißt, Sie können es sofort bearbeiten, denn Sie sind ja auch der Autor. Wenn ich das Ganze in der Klasse mir mal anschaue, dann sehen Sie in der Ansicht nichts. Und das ist schon mal die Gefahr, also keine Panik. Das ist schon da. Sie finden es unter Bearbeiten. Und hier mein Hinweis, das Thermometer ist kursiv geschrieben. Und das bedeutet, Sie können es auch hier in der Klasse bearbeiten, wie eben in Privat, nur es ist nicht freigegeben. Das bedeutet auch, es ist ein gewisser Bearbeitungsschutz, wenn Sie also das
Lernmodul in die Klasse importieren. Dann können Sie hier in aller Ruhe bearbeiten. Die Schüler sehen es, solange es freigegeben ist, nicht.